Des Hexes sind die Ruinen von Urskar, suche nach Anzeichen von Himmer-Anwesenheit. Ja, passt, das werden wir gleich machen. 400 Meter sind sie ja nur, ist ja nicht so weit. Zwischendurch vielleicht ein paar Pflanzen einsammeln, dass wir nachher wieder neue Gegenstände, halt neue Tränke erzeugen können. Ich hoffe, der gibt, zeigt mir den richtigen Weg, wo ich gehen soll und nicht irgendwo. Brücke, oho. So, den haben wir eh 5000 Mal schon, da kann ich gleich nicht darunter springen. Der Clan Ankret. So, der ist tot, oder was? Der Clan Ankret. Scheiße. Da ist überall eine Klippe gleich nach runter zu, da muss man so aufpassen. Ich befürchte fast, dass ich nachher irgendwie sonst runterstürze auf einmal. Und dann wieder tot bin. So. Jetzt müssten wir. Was? Ist er da schon? Ah, Syrien. Ja, die sollte kein Problem sein. Wieso kämpfst du nicht? Schieß mir doch einfach runter. Ah, okay, der Troll ist auch noch da. Der füttert sie. Ich verstehe jetzt nicht, was ihm gerade im Kopf vorgegangen ist. Wieso haben wir den jetzt nicht gleich zerlegt einfach? So, erkunde mit Hilfe des Hexersinnes. Ja, ja, das ist mir halbwegs klar. So, aber wieso soll ich das jetzt... Und wieso kann ich da... Riesenspuren. Ja, haha, Riesenspuren ist ganz klar, oder? So, kommt sie her, greift mich an, oder? So, Nummer 1. Das war's schon, die anderen kommen nicht her. Ach Gott. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Ah, dort oben ist noch einer. Meine Jungs auf der Streit. Meine besten Wohnen liegt sein Blitz. Das ist so einfach mit dem Schild einfach zu arbeiten. Die greifen dich an, fliegen runter. Du bist auch ein Koffer da. Ich check jetzt nicht, wer jetzt wer ist. Was ist mit dem Typen da drinnen? Okto. Okto, was ist mit dir? Das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Okay. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot, hab die Segel genäht, bin ein paar Mal getürmt, aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Hm.
Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzte Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Es schmeckt dir. Du hast keine. An der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Du kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Ich glaube, du tickst nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilmar? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal. Und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Ja, mach ich. Sicher. Alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich bin Hexer. Ich bin unsterblich. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Hätte ich sogar dabei. So, finde das Lager von Halme, erkunde mit Hilfe des Hexersinnes. So, wir werden da aber durchlooten. Vielleicht ist da irgendwo was Sinnvolles drin. Ich glaube zwar nicht, weil da sind nur Schädel überall drinnen. Da ist auch nichts, da vorne sind noch zwei. Aber könnte ich ihm jetzt nicht die eigentlich die geben, die Nägel schon und die Fäden, weil ich habe sicher welche mit. Seht nur, Leute! Weißhaar ist zurück! Was führt dich zu uns? Die Nägel und die Fäden. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Ach Gott, schade. Ich glaube, ich kann ihm geben und er gibt mir irgendwas. Ja, passt schon. So, weiter geht's. Einmal Schild und los geht's. Vorne ist wieder irgendein Viech. Verdammt, bist du hässlich. Das ist so einfach. Entweder runterschießen oder sie greifen an eins von den beiden. Das ist so easygoing, die Monster. Überhaupt kein Problem. So zwischendurch da vielleicht ein bisschen was rauslooten. Obwohl das Zeug ja eigentlich alles Schwäche ist und ich will nicht zu viel mitnehmen, weil das Problem ist einfach. Hä? Wo ist jetzt die Spur hingegangen? Ja, ich gehe trotzdem da mal weiter, weil das wird mir angezeigt. Finde das Lager von Hjalmar. Ja, gehen wir mal dahinter hin. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Gebrochener Rücken. Als ob er aus schlecht. Großer Höhe gestürzt wäre. Schlecht. Waren wohl Plünderer. Das waren sicher nicht Plünderer, das war sicher. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay. Ich hoffe, das ist Hjalmar, ja, der Hjalmar, Hjalmars Dingsbums-Typ ist. Dass der noch lebt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der gestorben ist, weil dann der die ganze Story hinschmeißen. Na, wo ist er denn hingelaufen? Der Kleine. So, was ist da schon wieder? Ist direkt im Bau eines Neckars gelandet, hat ihn aber erledigt. Okay. Ganz in C, die Skelliger.
Ist direkt im Bau eines Neckars gelandet. Ja, ja, das wissen wir schon. Ich brauche nur die Spuren wieder. Ganz schön zäh, die Skelliger. Jetzt habe ich die Spur da verloren. Er hat seine Pfeile liegen lassen. So, darüber. Ich sehe nur immer so ganz kurz ein kleines Ding und dann springt das gleich weiter. Keine Ahnung, was da los ist. Ah, jetzt habe ich da wieder eine Spur. Zumindest ganz kurz gewesen. Oh, Gott sei Dank einen Zwischensperrpunkt. So, und jetzt habe ich wieder keine Spur. Geil. So, schauen wir nochmal da zum Weg. Neckar haben den Verfolger aufgehalten. Ja, das wissen wir schon. Aber nur, ich habe da keine Spuren mehr. Ah, okay, jetzt ist auf einmal der Sprung wieder weitergegangen. Strange. Halt, irgendwie ist das gerade auf der Insel ein bisschen durcheinander. Keine Ahnung, entweder passt da was mit meinem Badge noch nicht ganz, was ich für einen habe. Ich habe ja ein bisschen einen älteren. So, da haben wir wieder ein paar. So, jetzt haben wir da die Spuren, die letzten. Hat viel Blut verloren. Ja, das wissen wir schon alles. Hat sicher nicht viel weitergehen können. Ich hoffe, dass der da raufgegangen ist und nicht unten. Der ist sicher unten. Nur nicht sterben. Ah, da liegt er. Der Bogenschütze hat ihn eingeholt. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Muss einer von Chalmers Männern sein. Ja, sicher da rein. Komm, bitte nimm dir eine Spur auf. Der Bogenschütze war auch verwundet. Das gibt's ja nicht. Wieso ist der... Ich hab da heraus eigentlich noch die Spur. Troll. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ja, das war mir schon klar. Ich frag mich, ob er noch lebt. So, hinein mit uns in die Höhle, zu den Trollen. So, einmal kurz speichern. Zwischendurch aber auf jeden Fall schauen, ob da nicht irgendwas zum Looten ist. Da rechts, links, links, rechts. So. Eistrolle! Der haltet einiges aus. Das sollte ich fast casten, wäre vielleicht sinnvoller. Geh, den Riesen mache ich doch einfach tot. Ich schleich nicht vor einem Riesen. Der Scheiß-Troll hält nur urviel aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mein Schutzschild gerade noch habe. So, komm. Du hast doch kaum mehr was. So, Eistroll hingemacht. Perfekt. So, Schutzschild wieder drauf. Dann werden wir mal ein Brot essen, weil da haben wir eh so viele auch. Und dann geht's gleich weiter. Da vorne ist schon der nächste Troll. Okay, komm, ich bring dich einfach um. Ich glaube, ich könnte eigentlich die ganze Zeit drauf bleiben. Der macht, glaube ich, eh keinen Schaden so richtig. So, weiter geht's. So, einmal Schutzschild drauf, zack. Okay. War knapp, aber wir haben es geschafft. So, und wieso ist da jetzt der Punkt nicht mehr in der Höhle drinnen, und sondern draußen? Beziehungsweise die Punkte, wo ich hin soll?
Ja, da brauche ich nicht runterhüpfen. Da bin ich tot, wenn ich runterhüpfe. Naja, Halmas Mann stirbt, wenn du nicht erst schleichst und ihn befreist, okay. Ja, mal schauen, ich weiß noch nicht, halt, ich bin eigentlich ein netter Schleicher. Ich check das jetzt gerade nicht, wo wir da hin sollen. Da drüben kocht was. So, jetzt haben wir da was. Was ist da drin? Jetzt ist das wieder draußen, oder? Komme ich da irgendwo? Ah, da geht's weiter. Kochen die gerade meinen Mann, oder was? Halt den, was ich befreien soll. Da drüben ist auf jeden Fall Feuer mal. So, einmal kurz speichern. Zwei Trolle. Müssen wir jetzt beide töten? Die armen Kleinen.